So, mein Plan sieht für nächstes Wochenende wie folgt aus. Eins, zwei, drei große Eichen liegen noch hier vom letzten Mal, vom letzten Jahr. Die werden klein gemacht. So, und auf der Seite habe ich nochmal eins, zwei, drei, der ist schon gekürzt. Vier. Das heißt also, den halben sind jetzt 6,5 wirkliche Stämme und ich habe noch da drüben drei Tote zu stehen, die ich jetzt hier nur in unmittelbarer Nähe sehe. Also mit den 7 oder 6,5 werde ich nächstes Wochenende schon ganz schön was zu tun haben. Ich werde im ersten Schritt die alle auf 50 cm schneiden und dann hole ich sie aus dem Wald raus und lager sie erstmal auf den Hackplatz und jetzt sind übrigens nochmal weghacken. Ich habe für dieses nächste und für übernächstes Jahr habe ich hier noch Holz da. Aber ich werde es trotzdem schon mal vorspalten, auf die richtige Größe bringen. Weil ich habe auch gemerkt, selbst wenn man einen Eichenstamm, wirklich einen Stamm, der so einen Durchmesser so von 30, 40, 45 cm hat, wenn man den einfach nur liegen lässt. Und ich habe Stämme gehabt, die waren 3 Jahre alt. Die hatten immer noch eine Restfeuchte von über 30% gehabt. Also 38% war da eigentlich Normalität gewesen. Und wenn ich sie im Frühjahr spalte, ich lege sie im Herbst um, spalte sie im Frühjahr auf das Heizmaß, dann könnte ich sie rein theoretisch schon im Winter wieder verheizen. Wenn sie im Sommer gut trocken stehen in der Sonne, sind die auf unter 20% runtergetrocknet, die Scheite. Was man, wie gesagt, mit dem Stamm nicht so schnell schafft. Ja, ich freue mich jedenfalls auf die Zeit, wenn es hier wieder grün wird. Die Vöglein hört man schon. Das ist jetzt meine Futterstelle. Ist jetzt hochfrequentiert. Können ja mal kurz hingucken. Da fliegen sie, da sitzen sie dran, da fliegen sie weg. Selbst ein Specht kommt immer wieder heran. Mila, du kennst doch die Kamera. Sei doch nicht so. Du kennst doch diese Kamera, mein Mäuschen. Du weißt doch, dass die Kamera dir nie etwas tun würde. Und dir auch nicht, mein Sammy. Die würde euch nichts tun. Butzi kennst du. Butzi ist routiniert, wa? Bis später.
Der steht jetzt hier erstmal und im Lauf der Woche. Wenn ich das hier denn hier so alles weggeheizt habe, das ist jetzt hier, denke ich mal, noch für die nächsten anderthalb Wochen bei den Temperaturen, die wir jetzt hier haben, kann ich den hier ganz sauber wieder mit drin stapeln. Aktuell habe ich hier, wie man sieht, 71 Grad oben noch im Puffer drin. Auch eine Vorlauftemperatur von 47 Grad. Also die rechte Seite ist noch voll mit 70, die andere ist noch runter auf 30, also halb voll. Demzufolge werde ich heute Abend mal wieder anheizen. Ich bedanke mich wieder für das Interesse, würde mich über Anregungen freuen, vielleicht ein Like, ein Abo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen lieben Gruß von Stefan vom Waldhof.